Herzlich willkommen zu unserem Vortrag zum Thema SEPA-Lastschrift für Online-Shops. Mein Name ist Pavel Kasakow und das ist Kirill Kasakow. Ich bin Dienstleister, wir sind Dienstleister für Magento und heute wollen wir euch SEPA-Lastschrift aus der Sicht für Online-Shops oder für Online-Händler vorstellen. Das heißt, welche Regelungen auf euch zukommen, welche Herausforderungen gibt es zu meistern und welche technischen Lösungen gibt es, um in einem Online-Shop SEPA-Lastschriften zu akzeptieren. Ja, ich fange dann auch gleich an. Hinter euch die Karte SEPA, Single Euro Payment Area, das heißt Euro-Zahlungsraum, so würde ich den benennen. Und zwar geht es dabei nicht um die Europäische Gemeinschaft. Der Euro-Zahlungsraum ist tatsächlich größer als die Europäische Gemeinschaft. Wir zählen heute 34 Länder bei SEPA, die bei SEPA mitmachen. Und in der Europäischen Gemeinschaft haben wir 28 Länder. Und generell möchte ich euch erstmal nahelegen, wo fängt das dann das Ganze an? Weshalb wird SEPA eingeführt? Und dazu muss man sich die Idee des europäischen Binnenmarkts anschauen. Diese spricht immer von vier Freiheiten. Der freie Warenverkehr, ich würde fast schon sagen zollfreier Warenverkehr, Personenfreizügigkeit, also Reisen ohne Visa, Dienstleistungsfreizügigkeit und der vierte Punkt, die vierte Freiheit ist die allerwichtigste und wird durch SEPA umgesetzt, das ist der freie Kapital- und Zahlungsverkehr. Und das und darüber und speziell um die Lastschrift bei SEPA, denn da gibt es Änderungen, da möchten wir euch irgendwie das so nahelegen, dass ihr zumindest damit keine Scheu vorhabt. Also nochmal kurz zurück. Mhm. Ganz unten der Satz, Ziel und Folge des SEPA ist die Standardisierung und bei bargeldlosen Zahlungen, sodass keine Unterschiede zwischen Inlands- und Auslandszahlungen entstehen. Wenn wir nochmal eine Folie zurückgehen, ihr müsst bei den vier Freiheiten die 28 Länder, zumindest die 28 und bei SEPA auch die 34 Länder so sehen, als ob das ein Land ist. Das ist die Idee dahinter. Vier Fristen, die möchte ich gerne ansprechen. Eine ist bereits gelaufen. Am 1. Februar ist beispielsweise bei Inlandszahlungen die BIC-Nummer oder der BIC-Code ausgelaufen. Der muss nicht mehr angegeben werden. Bei Auslandszahlungen schon, aber schon in 2016, also in 2 Jahren, läuft der BIC im SEPA-Raum komplett aus und wird bei keinen Zahlungen angegeben. 1. August, das nächste Datum. Ja, ich würde erstmal die Abwicklung. Was ist am 1. Februar geschehen? Das ist wichtig, denn am 1. Februar war der offizielle Termin, an dem auf SEPA-Format umgeswitcht wurde. Jedes Unternehmen muss auf SEPA umstellen. Und in der Bank, bei privaten Überweisungen, habt ihr das sicherlich auch schon mitbekommen. Allerdings hat man gesehen, dass noch nicht alle Unternehmen so weit waren und hat die Formulierung ist ausnahmsweise den Unternehmen gewährt, bis zum 1. August, also noch ein halbes Jahr, nach dem Altverfahren Kontonummer, Bankleitzahl, Überweisungen und Zahlungen zu tätigen. Ganz wichtig für uns, für heute und also aus der Sicht des Online-Händlers ist, dass am 1. Februar auch die Einzugsermächtigung und der Abbuchungsauftrag, für den, der den Unterschied nicht kennt, Abbuchungsauftrag ist, wenn immer wieder der gleiche Betrag abgebucht wird, das heißt, für ein Zeitschriftenabo beispielsweise, dann haben wir einen Abbuchungsauftrag und Einzugsermächtigung, wenn die Beträge wie bei der Handyrechnung sich immer wieder unterscheiden, die sind ausgelaufen.
die gibt es nicht mehr. Vorab schon mal den Abbuchungsauftrag, den wird es auch nicht wieder geben, für den gibt es keinen Ersatz. Aber für die Einzugsermächtigung schon, und da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Generell, Lastschriften, wie wichtig sind Lastschriften? Das sind alle Zahlungen in Deutschland, also komplett. Alle Zahlungsvorgänge in Deutschland, das meiste ist klar, Überweisung, aber auf Platz 2 mit fast 20%, also fast dem Rest, stehen Lastschriften. Beispielsweise Kreditkarten sind überhaupt nicht populär. Genau. Hier nochmal vielleicht zur Klärung. Es geht jetzt nicht um die Statistik der Akzeptanz verschiedener Zahlungsmethoden, sondern das ist der allumfassende Zahlungsverkehr in Deutschland. Also zum Beispiel, wenn wir per PayPal zahlen, was macht PayPal? Der zieht ja das Geld per Lastschrift von unserem Konto ein. Und das fließt dann wiederum in diese Zeile ein, in diese 18,6%. Also an zweiter Stelle in Deutschland. Also sehr, sehr beliebt in Deutschland. Die erste Frage, die sich einem Online-Händler stellt, der bereits Lastschriften als Zahlungsmöglichkeit anbietet, was ist denn mit den Einzugsermächtigungen, die ich bereits, vergeben habe oder die mir vergeben bekommen wurden? Genau. Dazu ganz klar die EU-Verordnung 260 aus 2012. Die habe ich hier, so sieht sie aus. Das ist das offizielle Schreiben. Die sagt ganz klar, diese Einzugsermächtigungen, die haben weiterhin Gültigkeit. Bloß, man muss sie intern auf das SEPA-Format umstellen, so oder so. Und wenn man das tut, dann hat man seinen Kunden zu informieren. Ihr erinnert euch vielleicht, in den letzten Monaten haben wir alle verschiedene Schreiben bekommen, die uns von verschiedenen Dienstleistern informiert haben, dass da eine SEPA-Umstellung passiert ist. Das ist genau der Punkt. Das heißt, überall, wo wir Lastschrift Einzugsermächtigungen erteilt haben, da wurden wir überall von Versicherungen und Co. darüber informiert, dass das Ganze jetzt über SEPA läuft. Deswegen bekommen wir in letzter Zeit immer wieder diese Briefe. Genau. Das, was sich juristisch ändert und aus juristischer Sicht wichtig ist, ist, dass das SEPA-Zahlungsmandat eine explizite Weisung an die Bank enthält. Also später haben wir dann Beispielmandate, da kann man das lesen. Das sind die Weisungen an die Bank, die Zahlung auszuführen. Damit sind SEPA-Mandate und SEPA-Lastschriften autorisierte Zahlungen. Während Einzugsermächtigungen und Lastschriften nach altem Modell nicht autorisierte Zahlungen waren. Beweispflicht, da hat sich nichts verändert, die liegt immer noch beim Verkäufer. Nach 36 Monaten, wenn das Mandat nicht genutzt wird, läuft das aus, muss erneuert werden, da spätestens 14 Tage vor der ersten Zahlung muss der Kunde darüber informiert werden, dass demnächst sein Konto belastet wird und dass er dort bitte genügend Guthaben hat. Abweichende Fristen ist ganz wichtig. 14 Tage ist ja eine ziemlich lange Frist. Wenn man aber heute was gekauft hat im Shop, heißt das nicht, dass man erst in 14 Tagen abbuchen kann. Denn man darf diese Fristen mit dem Kunden über einen Hinweis, man darf an abweichende Fristen festlegen, zusammen mit dem Kunden. Das heißt, man kann theoretisch durch einen Hinweis auch die Vorankündigungspflicht auf einen Tag verkürzen. Der letzte Punkt ist wichtig. Rückgabemöglichkeit des Kunden, das heißt, er kann sein Geld wieder zurückfordern, beträgt 8 Wochen. Nach Belastung, nicht nach Bestellung. Das allerdings, wenn das Mandat gültig ist oder wenn überhaupt ein Mandat da war. Wenn kein Mandat bestand und trotzdem Geld abgebucht wurde oder das Mandat nicht gültig war, dann hat der
Kunde 13 Monate Zeit, also über ein Jahr lang Zeit, das Geld wieder zurückzuverlangen, und er bekommt das auch. Wichtig ist das, weil man daraus eigentlich sicher sein muss, dass das Mandat, welches man erstellt hat, dass das gültig ist. Es muss gültig sein, denn ansonsten hat man als Händler ein Problem. Man kann erst nach 13 Monaten Frist ruhig schlafen und wissen, dass der Kunde das Geld nicht zurückverlangt. Es hat zwei Seiten. Auf der einen Seite kann man jetzt sagen, okay, für den Händler entsteht dadurch ein hohes Risiko, dass der Kunde sich ein iPad kauft und knapp innerhalb eines Jahres das Geld zurückordert und dass man dann später nicht mehr nachvollziehen kann, ob das alles rechtens war. Aber auf der anderen Seite erwarten wir, dass SEPA Lastschrift bei den Kunden die Akzeptanz steigert, eben wegen dieser hohen Sicherheit. Ja. Die Frage ist, wenn, ich wiederhole kurz die Frage ist, wenn man eine Mail bekommt, bei der man mitgeteilt bekommt, dass das auf SEPA umgestellt wurde, dass die Einzugsermächtigung auf ein SEPA-Lastschriftenmandat umgestellt wurde, und man bestätigt diese Mail nicht, ist das dann automatisch autorisiert? Die Antwort ist ganz klar ja, denn es geht eigentlich nur um eine Mitteilungspflicht. Dass die Einzugsermächtigung, die bleibt gültig. Bloß man hat den Verbraucher, also den Kunden, einfach mitzuteilen, dass man auf SEPA-Format umstellt. Dass man diese gültige und immer noch gültige Einzugsermächtigung einfach umwandelt. Das ist einfach nur eine Mitteilung, die ist quasi einseitig. Mhm. Aber war es bis jetzt nicht auch schon so, dass Lastschriften innerhalb von einem Jahr zurückgegeben werden konnten, wenn eine Einzugsermächtigung nicht vorlag? Ja, es ist so, dass die SEPA-Lastschrift, die kam bereits Anfang 2012. Also man hätte die theoretisch schon Anfang 2012 nutzen können. Und seitdem wurden die Fristen bei der Einzugsermächtigung angepasst. Das heißt, die Fristen mit den 8 Wochen und den 13 Monaten, die gibt es seit 2012 auch für die Einzugsermächtigung. Insofern ändert sich quasi nichts seitdem. Okay, nächster. Also nochmal zur Problematik. Man muss sicher gehen, dass die Lastschrift, das SEPA-Lastschriftenmandat, die ehemalige Einzugsermächtigung, dass diese gültig ist, dass die genau. Also Form richtig und gültig ist. Der Online-Händler muss sich ein gültiges Mandat erteilen lassen, damit diese Rückgabemöglichkeit von 13 Monaten auf 8 Wochen sich verkürzt. Und wenn man die Regelungen anschaut, wird implizit immer erzählt, dass man ein echtes Papier mit einer echten Unterschrift, also das Mandat in Papierform unterschrieben erteilen muss. Damit wird SEPA Lastschrift für Online-Shops absolut nicht konkurrenzfähig mit anderen Zahlungsmitteln. Es ist ja absolut unzumutbar dem Kunden gegenüber, dass er das Lastschriftmandat unterschrieben in einen Umschlag einpackt, das abschickt, wartet, bis der Händler das verarbeitet und dann die Bestellung freigibt. Und wenn man im Internet recherchiert, gibt es viele Meinungen. Geht das jetzt online? Reicht das aus, wenn man eine Checkbox anwählt und damit nur das Mandat erteilt oder nicht? Wichtig ist auch, was die eigene Bank erzählt. Wichtig ist, glaube ich, auch nochmal zu unterstreichen, dass die Beweispflicht beim Verkäufer liegt. Der Verkäufer muss beweisen, dass die Lastschrift rechtens ist, dass die entsprechende Zahlung, Leistung entgegengebracht wurde. Und hierzu haben wir von der offiziellen Seite eine Aussage gefunden. Das ist ein Auszug aus dem Protokoll der 8. Sitzung des Deutschen SEPA-Rates, die am 21. August 2013 stattgefunden hat. Ja, also vorab schon mal SEPA-Lastschriftmandate, die per Checkbox erstellt wurden, also durch Häkchen setzen, die sind gültig. Und das hat dieser SEPA-Rat bei seiner Sitzung im August 2013, und die möchte ich kurz vorlesen, vor dem Hintergrund, dass eine flächendeckende E-Mandatslösung bis Februar 2014, das war die Frist der Einführung,
nicht bereitstehen wird, stimmen alle Teilnehmer überein, dem Internethandel in Deutschland auch nach Februar 2014 die Nutzung der Lastschrift weiter zu ermöglichen. In diesem Zusammenhang bekräftigt das BMF die bereits von der Bundesregierung und dem Deutschen Bundestag geäußerte Rechtsauffassung, wonach in Deutschland keine besonderen gesetzlichen Vorgaben hinsichtlich der Art und Weise der Erteilung von Lastschriftmandaten existieren. Das heißt, nach hiesiger Gesetzeslage können Lastschriftmandate grundsätzlich auch im Internet erteilt werden. Vielleicht zur Einordnung, wer ist eigentlich der SEPA-Rat? Ja, das ist, SEPA-Rat ist die Organisation, in der viele Gremien vorhanden sind. Auch der Endverbraucher wird da vertreten und den Vorsitz des SEPA-Rates haben Bundesministerium für Finanzen, das ist der BMF und die Deutsche Bundesbank. Und es ist eine umsetzende Funktion in Deutschland und eine weisende, eine steuernde Funktion hat das EPC, das European Payments Council. Es ist also das, was wir gerade vorgelesen haben, ist wirklich von offizieller Stelle. Das es wurde noch von einem E-Mandat gesprochen. Ist bekannt, was das ist? Oder kann sich jemand darunter etwas vorstellen? Giropay, ist das bekannt? Ja? Giropay, also mit PIN und TAN über die Oberfläche, über die Online-Oberfläche der eigenen Bank wird eine Zahlung validiert. E-Mandatslösung ist im Prinzip vom Ablauf identisch, nur dass man am Ende einer solchen Zahlung ein Mandat erteilt und nicht nur eine einmalige Zahlung. Das ist die E-Mandatslösung und die ist noch nicht wirklich verfügbar. Aber das läuft dann auch über die Bank? Das läuft dann über deine eigene Bank, genau. Aber im weitesten Sinne E-Mandatslösung, es geht im Grunde um eine beweissichere Lösung, also dass der Kunde und der Verkäufer beweissicher identifiziert sind. Das ist der Wortlaut. Genau. Wir haben also festgestellt, eine Checkbox reicht im Prinzip für die Erteilung des Lastschriftmandats aus. Große Anbieter wie PayPal tun es bereits. So sieht die Zahlungsseite bei PayPal aus. Man kann ja bei PayPal, wenn man kein Konto hat, also wenn man nicht mit dem PayPal-Konto zahlen möchte, hat man die Möglichkeit, mit der Kreditkarte oder per Lastschrift zu bezahlen. Und im letzteren Fall würde man PayPal gegenüber ein Lastschriftmandat erteilen. Und das, was wir hier unten sehen, ist hier nochmal vergrößert dargestellt, so ein typischer Mandatstext. Da gibt es auch eine Vorschaufunktion, dieser Link hier. Wenn man das Formular ausgefüllt hat und auf diesen Link klickt, bekommt man die Vorschau für das Mandat. So sieht dann sozusagen das Dokument aus. Man autorisiert hier PayPal-Zahlungen von dem Bankkonto mittels Lastschrift einzuziehen. Und man sieht auch hier, dass sämtliche Angaben, die ein Lastschriftmandat haben muss, auch erfüllt sind. Ja. Für den, der gerne mal so eine Verordnung lesen möchte, die lässt sich übrigens erstaunlich leicht lesen. Da ist wirklich alles festgelegt. Zum Beispiel, dass hier das Wort Zahlungen steht, bedeutet, dass ein Lastschriftmandat für immer wiederkehrende Zahlungen ist. Wenn da stattdessen für eine Zahlung stünde, dann wäre das auch eine Art von SEPA-Lastschriftmandat. Da geht es schon in die Details rein. Aber auch die Felder, die hier abgefragt werden, die sind alle festgelegt. Es ist sogar das Format festgelegt, in dem es dann anschließend an die Bank übermittelt werden muss. Und deine Frage war ja auch noch, ob die Vorschaufunktion an sich Pflicht ist. Es ist ja genauso, wie wenn du AGBs bestätigst, möchtest du ja die AGBs vor der Bestätigung lesen können. Genau. Das ist genauso, wie du setzt deine Unterschrift in den Vortrag. Das war noch zusätzlich die Frage, was stehen? Die Frage geht darum, was man denn zum Beispiel unter der Checkbox anzeigt. Ob man nur den Satz, hiermit erteile ich das Lastschriftmandat, schreibt oder das Ganze etwas ausführlicher. Da scheiden sich wahrscheinlich die Meinungen. Also ich kenne wie Trusted Shops zum Beispiel das mit dem Widerruf regelt. Da hast du zwei Möglichkeiten. Entweder schreibst du, hiermit habe ich die Widerrufsbelehrung zur Kenntnis genommen und verweist auf die Widerrufsbelehrung.
Oder du kannst auch einen kleinen Auszug aus der Widerrufsbelehrung da reinschreiben. Also da gibt es mehrere Möglichkeiten. Genau. Ja, Nachteil von PayPal und ähnlichen Dienstleistern, die bereits jetzt eine Fertiglösung für die Zahlung per SEPA-Lastschrift ermöglichen, ist klar, da sind die Transaktionsgebühren und gegebenenfalls auch Einrichtungsgebühren. Wir bieten seit dem 1. Februar eine eigene Lösung, eine Erweiterung für Magento, die nur einmal kostet und dann wickelt man die SEPA-Lastschriften über die eigene Bank ab. Diese Erweiterung deckt die wichtigsten Bereiche der SEPA-Lastschriftabwicklung ab. Zum einen, klar, die Eingabe der IBAN und BIC im Checkout mit Validierung offline, ohne dass die Daten an irgendwelche externe Server gesendet werden. Die bietet die Möglichkeit, das SEPA-Lastschriftmandat online zu erteilen. Und natürlich, wenn man denn die Bestellungen bekommen hat, exportiert man das Ganze in dem standardisierten SEPA-XML-Format. Wie sieht das Ganze aus? Wenn man die Erweiterung installiert hat und sie aktivieren möchte, muss man die beiden Felder ausfüllen. Das ist zum einen die Gläubiger-Identifikationsnummer und die Gläubiger-Information. Die Gläubiger-Identifikationsnummer bekommt man unter diesem Kurzlink innerhalb eines Werktages. Das füllt man ein Formular aus und das Ganze wird dann online, also per E-Mail als PDF zugeschickt. Und Gläubigerinformationen, das haben wir zum Beispiel bei PayPal hier gesehen, ist eine recht ausführliche Information über den Gläubiger. Das ist die Gläubiger-ID von PayPal. So sieht sie dann aus. Also das ist das Formular, was dann einem zugeschickt wird. Dieses ist tatsächlich so groß. Ja, man könnte jetzt meinen, wir haben das für die Präsentation abgeändert. Das ist aber tatsächlich so, dass die Gläubiger-Identifikationsnummer so groß dort mittig auffällig dargestellt ist, damit man sie nicht übersieht. Ja, also ziemlich formlos würde ich sagen, man gibt ohne jegliche Überprüfung, man gibt seine Adresse, seine Ausweisnummer ein. Und von der Dauer her scheint das schon einer Prüfung zu unterliegen. Ja, das stimmt. Also die kommt nicht sofort, sondern das dauert dann ein paar Stunden. Genau. So, nachdem man die Erweiterung aktiviert hat, gibt es noch erweiterte Einstellungen. Dazu komme ich später. Aber wie verwaltet man die Texte und die gesamte Erteilung des Lastschriftmandats? Wir haben uns entschieden, über die Bestellbedingungen von Magento zu gehen, um so nah am Standard wie möglich zu sein. Das heißt, dadurch, dass wir keine Extra-Funktionen einprogrammieren im Checkout, sondern die Standard-Frontend-Felder von Magento nutzen, hoffen wir, dass da kaum bis gar keine Anpassungen notwendig sind. Selbst wenn das Checkout durch andere Erweiterungen modifiziert wurde, sollte unsere Erweiterung sofort und auf Anhieb funktionieren. Das ist jetzt das Formular für eine Bestellbedingung in Magento. Da fügt man den Text ein. Die Vorlagen für alle Fälle bekommt ihr unter diesem Kurzlink. Durch die Erweiterung werden Template-Variablen unterstützt. Ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera noch erkennen kann. Hier werden die in Platzhalter entsprechende personifizierte Daten eingefügt. Nachdem wir diese Bestellbedingung gespeichert haben, steht sie in der Auswahlliste zur Verfügung. Wir müssen also der Erweiterung mitteilen, welche Bestellbedingung denn das SEPA-Lastschriftmandat ist. Dazu gibt es auch noch eine Vorlage für die E-Mail, die rausgeschickt wird. Denn nachdem man das Mandat im Checkout erteilt hat, bekommt der Händler und der Kunde noch eine E-Mail mit dem Mandat. Und das ist dann sozusagen das, was für die Archivierung gedacht ist. Das ist eine Frage. Ist das auch Pflicht, den E-Mail rauszusenden an den Kunden? Du musst das Mandat irgendwie rausschicken. Genauso wie du mit einer Bestellbestätigung die AGBs rausschickst, verschickst du an den Kunden und an sich selbst das Mandat per E-Mail. Wir arbeiten an der nächsten Version, da wird es möglich, als PDF das Ganze anzuhängen. Momentan ist das eine E-Mail mit dem entsprechenden Text, das ist eher der E-Mail-Template. Die Frage war, ob es Pflicht ist, das SEPA-Lastschriftmandat per E-Mail zukommen zu lassen dem Kunden. Ja? Muss das zum Zeitpunkt der Bestellung passieren oder kann das zu einem beliebigen späteren Zeitpunkt? Das kann zu einem beliebigen späteren Zeitpunkt passieren.
beliebig, ich weiß es nicht. Weißt du das? Es geht wahrscheinlich um, ja, also man hat mehrere Möglichkeiten bei der Mandatserstellung. Wenn es darum geht, dass man noch keine Referenz hat, noch keine Zuordnung hat, dann, also man muss das Mandat sofort rausschicken. Man muss, oder zeitnah ist ein Wortlaut. Wenn man ein Mandat quasi abgeschlossen hat durchs Häkchen setzen, dann muss man es auch zugeschickt bekommen. Wenn man noch keine Referenz für das Mandat hat, dann kann man ein Mandat zuschicken und dort explizit darauf verweisen, dass die Referenz nachgeschickt wird. Die Möglichkeit hat man. Genau, und nachdem man das alles ausgefüllt hat und alles aktiviert hat, bekommt man ganz unspektakulär die drei Felder im Checkout, wo man den Kontoinhaber, die IBAN und den BIC-Code einfügen kann, wobei schon jetzt in der aktuellen Version der BIC-Code für bestimmte Länder oder für alle Länder als optional gesetzt werden kann. Hier ist er als Pflichtfeld aktiviert. Und im nächsten Schritt, sofern man SEPA-Lastschrift als Zahlungsmethode ausgewählt hat, bekommt man dann diese zusätzliche Bestellbedingung angezeigt. Deshalb hat man sie auch markiert, weil wenn ich jetzt eine andere Zahlungsmethode auswähle, verschwindet diese Bestellbedingung. Man hat ja vorhin gesehen, da sind mehrere Bestellbedingungen eingerichtet, die allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Widerrufsbelehrung und das SEPA-Lastschriftmandat. Man sieht hier, dass die Mandatsreferenznummer noch nicht vergeben wurde. Das passiert nach Bestellaufgabe. Die setzen wir momentan gleich der Bestellnummer. Ich denke, man könnte das auch bei Zahlungspflichten, bei Zahlungsoptionen, also in diesem Schritt, einblenden. Nur dann musst du dafür sorgen, dass der Kunde dieses Mandat, also die Vorschaufunktion nutzen kann, und dann würdest du eine nicht an Magentos Design angepasste Vorschaufunktion gestalten müssen, und hier sind wir komplett Standard Magento. Das heißt, wenn du zum Beispiel German Setup installierst oder Magento.de verwendest, würde im Checkout das Ganze etwas anders aussehen, die ganzen Texte würden in Fenstern aufgehen und damit funktioniert es sofort auf Anhieb. Und das war unser Ziel, so viel Kompatibilität wie möglich zu schaffen. Vielleicht noch eine Anregung an dieser Stelle für Entwickler unter euch. Unsere Erweiterung überschreibt keine einzige Core-Klasse, obwohl im klassischen Sinne man es eigentlich machen könnte, um eben diese Dynamik reinzubekommen, dass wenn SEPA Lastschrift gewählt wurde, dann taucht diese Zusatzbedingung auf, wenn nicht, dann nicht. Dann würde man ein Agreements Model überschreiben und da entsprechende Bedingungen einfügen. Wir überschreiben eben keine Kernklassen. Stattdessen greifen wir die Daten des Models ab, bevor sie gerendert werden, und manipulieren sie davor. Ja, das heißt, wir nutzen zum Beispiel den Getter, GetContent, jagen die ganzen Inhalte durch den Template-Filter, um das Ganze mit personifizierten Daten zu befüllen, und untersuchen auch die Liste der Bestellbedingungen. Wenn SEPA Lastschrift nicht gewählt wurde, dann verschwindet eine der Bestellbedingungen aus der Liste. Und so fahren wir sehr, sehr kompatibel und hoffen, dass die Erweiterung in so vielen Shops wie möglich auf Anhieb funktioniert, ganz ohne Anpassung. Das freut den Kunden und auch uns, weil wir dann keinen Supportaufwand haben. Ja, und so sieht die Backend-Oberfläche für XML-Export. Bestellungen, die exportiert wurden, werden als solche markiert. Man kann sie nachträglich wieder als nicht exportiert markieren, um sie dann gegebenenfalls erneut zu exportieren, warum auch immer. Wir haben das Ergebnis durch mehrere öffentlich verfügbare Validatoren von Banken durchgejagt mit Erfolg. Das heißt, hier sind wir zuversichtlich, dass das Ergebnis auch auf Anhieb funktionieren soll. Ja, ich glaube, noch ein Wort zum Format. XML ist von der ISO, von der ISO-Norm standardisiert. Es gibt die ISO-Norm 20022, und diese ist ebenfalls von der EU-Verordnung vorgegeben als Format zum Übermitteln der Daten. Genau. Ja, damit sind wir auch schon durch. Zum Schluss noch ein paar Quellenangaben. Da ist nochmal der Link zur Beauftragung der Gläubiger-ID. Vorlagen für das Lastschriftmandat. Man muss sich die ganzen Texte nicht zusammensuchen. Die sind zentral sehr gut aufgestellt für sämtliche Fälle. Ob das jetzt einmal Lastschrift, da gibt es sogar Formulierungen für den abweichenden Kontoinhaber.
Unsere Erweiterung ist unter xono.de SEPA und weitere Quellangaben. Genau, das ist der Konsens von dem SEPA-Rat, was wir zitiert haben. Frage? Genau. Die Frage war vorhin für die Aufzeichnung. Die Frage war, wann die Fälligkeit der Lastschrift ist. Ob sie nach 14 Tagen erfolgt oder nicht. Und die Antwort ist, sie ist gleich dem Bestelldatum. Wir haben uns für diese Version, einfach für diese einfache Lösung entschieden, weil wenn wir diese Vorlaufzeit, es geht ja nur um den Export, um die Exportfunktion, was in dem Export reingeschrieben wird. Und wenn man jetzt anfängt mit Vorlauffristen zu arbeiten, dann muss man entsprechende Einstellungen einarbeiten, dass der Händler in der Lage ist, da andere Vorlauffristen zu setzen. Das haben wir zunächst einmal ausgelassen. Aber das kommt sicherlich in der nächsten Version. Zu Vorlauffristen kann man sagen, dass die auch ja genormt sind. Durch die SEPA-Einführung gibt es dieses Core 5. Das sind 5 Arbeitstage Vorlauf. Und die kann man reduzieren auf Core 1 bei besonderen Zahlungsvorgängen, wie beispielsweise, wenn man an der Börse ist und da schnell das Ganze schnell geschehen muss, also mindestens einen Tag. Und ja, im Grunde ist das auch vorgegeben und 5 Tage ist das normale Minimum, was man hat. Genau, man lädt das. Vielleicht noch zur Erfahrung mit den Banken. Das kommt sehr individuell darauf an, ob die Bank mit dem Händler auf Basis solcher Lastschriftmandate arbeiten will. Ja, das ist nicht vorgeschrieben, dass die Bank sie annehmen muss und mit jedem Kunden zusammenarbeiten muss. Da muss man wirklich mit jeder Bank persönlich telefonieren. Dann schauen sie sich an, was der Shop verkauft, was die Zielgruppe ist, also Risikoklasse nennt sich das, glaube ich. Und dann entscheiden sie ganz individuell, ob sie mit dem Händler arbeiten wollen und ob der Bank solche im Internet erteilten Mandate ausreichen. Ja, wobei sich dazu den Einzugsermächtigungen wiederum nichts ändert, denn auch vorher hätte man mit seiner eigenen Bank das Ganze besprechen müssen, da eine Zustimmung erhalten müssen. Genau. In Telefonaten haben wir festgestellt, dass viele Banken oder viele Bankmitarbeiter, die als Ansprechpartner für Onlineshop-Betreiber fungieren, oft mit dem Thema sich nicht genug beschäftigt haben, sodass sie stets auf diese Regelung mit 13 Monaten ohne unterschriebenes Mandat plädieren und mit dem Händler nicht arbeiten wollen. Aber es gibt auch Banken, die sich damit beschäftigt haben und wissen, dass das auch geht und die akzeptieren dann eben E-Mail-Mandate. Frage? Wie sieht denn das aus? Genau, also momentan müsste man manuell irgendwie am Ende des Tages oder am Ende von einer Zeitperiode die XML-Datei herunterladen über das Magento Backend und in die Online-Oberfläche seiner Bank hochladen. Das ist der Ablauf. Für die nächste Version ist geplant, dass eine entsprechende Datei in einem Verzeichnis abgelegt wird, die dann von einem automatischen Skript irgendwie abgeholt werden kann. Okay, dann vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Danke.